Jojo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's mal wieder, eure freundliche Spinne aus dem Internet. Und heute reagieren wir auf ein nices Video mal wieder von Julian Bam. Ganz genau. Und zwar das Video Der Mann im Mond, Akt 4, Songs aus der Bohne, Julian Bam. Und ich würde sagen, ich schieb mal meine Facecam hier rüber. Wir starten jetzt rein. Ready, go! Was bisher geschah? Wir müssen die Wächter finden. Ja. Wenn das hier der Zahnfee bringt, wird sie uns doch safe helfen. Stimmt, Leute, zum Thema Zahnfee, ich habe schon eine Reaction gemacht und ihr könnt sie dann oben, keine Ahnung, hier oben, über mir dann finden. Packe ich dann in der Linkbeschreibung rein. Und ich werde Miami Rose helfen. Bist du verliebt? Bisschen? Pass auf unseren Ja. Korb. Mach ich. Ja, stimmt. Stroppo und Wabu. Wabu wird der jetzt schlüpfen, stimmt. Damit sollte es dir möglich sein, den Schild von diesem Dschungel zu Ja. durchdringen. Alle werden zu mir aufblicken. Und Jerky wird das perfekte Versuchskaninchen sein. Ja. Snaggles ist völlig größenwahnsinnig geworden. Er plant irgendwas Schlimmes. Das ist nichts gut, diese. Nee, nee. Weit sind wir mit dem Umbau. Dürfen wir dann endlich unser Triebwerk haben? Nein. Nein. Sieht so aus, als müssten wir uns ihrer Gemeinschaft anschließen. Ja. Vorher sag mir noch, wo ist das Grab? Irgendwo im Nirgendwo. Dann tust du es meinen Brüdern gleich und entscheidest dich, mein Feind zu sein. Ich muss sagen, das war eine echt gute Idee von dir. Let's go. Ja. Manchmal. Eine echt gute Idee, irgendwo im Nirgendwo auf einem Floß zu sein. Perfekte Idee. Das Glück eben doch auf unserer Seite. Ja, und dann das. Der Mann im Mond, Akt 4. Oh yeah. Ich bin so hyped, Leute. Wirklich. Seht her, der Main-Character John und sein Sidekick Julian haben sich auf eine Ja. letzte epische Reise begeben, um der Zahnfee ihr Zepter zurückzubringen. Ja, stimmt, da war ja was. Warum, fragt ihr euch? Natürlich, um mit ihrer Hilfe den bösen Mann im Mond aufzuhalten und damit die Welt zu retten. Ah, ich dachte, ihr wollt mit den Bros sein. Ja, kann man ja auch machen, ne? Er ist einer der Wächter. Ausgestattet mit einem magischen Kompass, der nicht mehr funktioniert, dem Ja. Gesicht vom Mann im Mond, das für alles Übel verantwortlich ist, Ja. magischen Bohnen, von denen kaum welche übrig sind, und einer Nice. Ukulele kriegen sie ewig. Ja, die Ukulele ist sehr wichtig. Also perfekt ausgestattet. Alles funktioniert nicht, alles geht unter. Perfekt. Auf einem verhexten See herum, der sich festhielt wie eine toxische Beziehung. Doch Ja. zum Glück ist die Freundschaft der Eternal Bros unumstritten. Will ich nicht so sagen. Ja, sehr nicht umstritten. Zumindest meistens. Sie geben niemals auf, das andere Ufer zu erreichen. Getrieben Ja. von purem Mut, einem gepushten Yo. Mindset, aber vor allem. Joe! Joe! Kannst du mal aufhören zu labern und weiter paddeln? Wir sind dem Ufer noch kein bisschen näher gekommen. Ah, geht schon. Ich wollte auch mal mein eigenes Voice-Over haben. Bis jetzt hat es ja nur Joe gemacht und nicht John. Jetzt hast du dein eigenes Voice-Cover, John. Sei mal ein richtiger Koreaner jetzt. Hä? Was hat das mit einem richtigen Koreaner zu tun? Ist es nicht ein bisschen racist? Ach, egal. Sei mal ein richtiger Koreaner jetzt? Ja. Ja, sei doch immer so überfleißig hier. Ist Ah. Ganz kurz, StarCraft, alle am Durchgrinden und so. Ah. That's racist. Ja? Nein, ich Ah, meine, nein. ihr seid doch alle so überambitioniert jetzt hier. Ah. Paddel mal weiter. Racist! Sorry, wenn du dich von einem Kompliment angegriffen fühlst. Ach so, das sollte ein Kompliment sein. Ja. Jeder aber mit seiner Vorlieben. It's Gaslighting. Ich erklär's dir gerne nochmal, aber offensichtlich verstehst du den Ernst dieser Lage hier nicht. It's mansplaining. Oh, auf Englisch zu reden. That's English. Junge, paddel Ja. weiter. Ein bisschen Bewegung bitte gut tun. Oh, that's fat shaming. Dann scheiß drauf einfach, dann scheiß drauf. Die Ukulele am Rücken. Scheiß drauf, paddel jetzt. Deshalb chillen so wenige mit dir. Oh oh.
nicht nochmal was zu sagen. Atominem! Was für ein Eminem? Was für ein Eminem? Minem! Atominem! Junge, niemand spricht so mit deinen komischen Art. Ja! Hominem! Latein! Du Mischling! Oh! Oh, ja? That's racist. Mhm. Jetzt seid ihr quitt. Ja. Das ist selber, ne? Sehr gut. Na, oh. Und weg ist es. Du? Was los, Bester? Ja. Mein Paddel ist weg. Was? Wo ist es? Da. Na, dann hinterher. Ich kann nicht. Wir brauchen das Zepter doch. Ich kann nicht. Warum? Ich kann nicht schwimmen. Ah. Ganz kurz, komm gleich wieder. Wieder da. Es war gerade der Postbote. Hat bei mir an der Tür geklingelt. Kannst du schwimmen? Einfach kannst du nicht schwimmen. Schon immer. Wo ist das? Los! Nein, ich kann nicht. Los, spring! Soll ich etwa ertrinken oder was? Ja. Oh oh. Hast du was gesehen? Nein. Nee, du? Nee. Du? Nee, du? Ich dachte irgendwie, dass da was gewesen wäre. Ah, nee, da war nichts, Alter. Oh, der ist ein Feini. Ja. Passiert. Kommt immer vor. Jo, der Shot ist nice. Muss ich zugeben, ist mega. John. Er ist weg. Genießt man. War das gerade der Kameramann? Ganz kurz. John! Filmfehler. Ja, das war Kameramann. Alter. Sind wir jetzt bei Find and Dory oder was? Wo ist John? Da ist er wieder. Er ist wieder gespawnt. Komm schon, rette ihn. Komm schon, mach. Oh oh, er wird gleich aufgegessen. Ja. Sehr entspannt. Und wie war euer Tag so? Jetzt komm, rette ihn. Mach. Ja, er nimmt einfach die Bohne. Mhm. Was? Harry Styles? Ich muss zugeben, kenne ich nicht. Nee, sorry Leute, aber kenne ich nicht. Vielleicht von Musik her. Ist das ein Irish Goodbye? Nee, kenne ich trotzdem nicht, aber ist nice. Ein French Exit und noch allein. Machst du einen polnischen Abgang oder ein Houdini Invisible Dive? Ja. Was zum... Also, Transition ist schon mal da, aber sind sie wirklich da hochgeklettert? Crazy. Sport einfach ohne ein Bein. Machst den, wo ist, weil du und keiner weiß, wo du auf einmal bleibst. Oh. Bro, also, die sind jetzt auf einmal in Weltall, in Fast and the Furious. Wo willst du hin? Mhm. Halt dein Maul. Alter, das ist crazy, Leute. Das sieht doch nice aus. Nicer Shot. Einfach Jackie Chan, you know. Geteiltes Leid, Bro, das ist halbes Leid. Lass mal teilen. Bro, doch, warte. Irgendwoher kenne ich das nicht. Irgendwoher kommt es mir bekannt vor. War das... Nee, nicht The Weeknd. Aber The Weeknd hat auch mitgemacht, glaube ich. Das ist jetzt nicht ganz genau. Und weg sind sie. Ja, so schnell geht's. Oh oh. Ein halbes Jahrtausend der Sehnsucht endet hier. Du kannst ja dir die Qual nicht vorstellen, die ich erlitten habe. Ah, geht schon. 1000 Jahre ist nix. Meine Geliebte,
ist es Sandmann? Sieht ein bisschen unlebendig aus. Außer du hast Red Wood gerade mit dabei. Dann ist alles chillig. Sobald ich mein Gesicht wieder habe, werden wir wieder vereint sein. Iris. Ach, Iris. Ja. Sieht ein bisschen lebendig aus. Nur ein ganz wenig. Ein Geschenk für dich. Eine neue Welt. Ah. Diese Bohnen von Julian sind zweifellos eine Plage. Mhm. Anders kann ich mir dein Versagen nicht erklären. Ja. Hol mir mein Gesicht zurück, bevor er unseren Bruder Ruhm erreicht. Das ist deine letzte Chance, mir zu beweisen, dass es kein Fehler war, dich von den Toten zurückzuholen. Das war ein Fehler. Eindeutig. Ich brauche ein neues Gefäß. Dieser Körper ist zu schwach. Ja, dann kauf dir einen. Problem gelöst. Wer ist denn das? Sandmann? Nee. Oder? Okay. Er ist draußen im Wald und jetzt fliegt er weg. Typisch Bösewichte. Ey, Julia, da ist sie wieder. Hier links ja. Und dann komme ich zum Raumschiff. Hat zumindest ja. Dieser Mumienmann gesagt. Mumienmann. Ist auch eine Beschreibung, ne? Ja. Hallo? Hallo. Bro, was ist jetzt los? Sind wir in einem Horrorfilm angelangt, oder was? Achso, nee. Ich glaube, das ist Julia als Klein. Kann das sein? Ja, das ist Julia als Klein. Okay. Hier spricht Captain Eva. Bereit machen zum Start. Tschüss. Ah. No. Ist schon süß. Ja. Oh nein. Not good. Ja, war klar. Vorsicht, Julia. Julia? Hallo? Ist da jemand? Was zum... Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Julia? Wer ist Julia? Ja, du. Nein. Hä? Und jetzt hupt sie rein. Ja. Typisch. Okay, jetzt ist sie im Brunnen drin. In dem Brunnen. Wo bin ich? Ja, in dem Brunnen. Wer bin ich? Keine Ahnung. Ey, sag mir nichts, ich hatte ihre Erinnerungen verloren. Kann das sein? Es würde Sinn machen, warum sie so aufgedreht ist. Hm. Julia! Julia! Hä? Das kann sie... Angst, Julia! Okay. Julia? Jo, was ist das jetzt? Ich sag's doch, Horrorfilm, der Ring. Bro, chill mal. Hallo? Ist da jemand? Ja, siehst du's nicht? Einfach hier Jutsu Kaisen. Oder Demon Smile. Bro, komm mal runter. Ja, was ist denn jetzt los? Ja. Sanfee. Das war knapp. Mhm. Danke. Das hier ist kein Spielplatz. Das Monster hat den Wald unsicher gemacht. Daher muss ich da unten bändigen. Ich hab Angst. Weißt du, mein Kind, in Wirklichkeit hat die Angst selber Angst. Und wer... Ah, ja, macht Sinn. Hat schon Angst vor jemandem, der Angst hat. Keiner? Okay, das macht Sinn. Hä, Sekunden. Hä, ich bin komplett verwirrt. Was geht da ab? Wie ist dein Name, mein Kind? Ich glaube, ich heiße Julia.
Ich glaube, oder? Schau mal, Julia, ich schenke dir meine Zahnseide. Sie ist so fein gesponnen. Ey, die unsichtbare Schnur. Und helfen. Nein, die dünnste Schnur der Welt. Danke. Und jetzt sieh zu, dass du schnell nach Hause kommst. Warum zeigst du mir das, du komischer Brunnen? Ja, warum? Ich erinnere mich. Ich hatte als Kind so viel Angst vor diesem Monster. Ich konnte nie schlafen, bis die Angst irgendwann verschwand. Aber sie ist hier geblieben. Gefangen ja. In diesem Brunnen. Und jetzt guckt sie wieder rein. Oh. Warte, warte. Ist es eine Laterne? Ja, okay, nice. Ui. Ja, einfach Pinocchio. Boah, lecker. Müll. Länger, länger. Was ist da? Danke, Mr. Wahlmonster. Bitte. Dass du dich verdaut hast. Der Wal hat uns an die andere Seite des Sees gebracht. Oh, und mir Fett abgesaugt. Du bist... nice. Okay, geil. Ja. Du bist ein feiner Wal, ne? Der ist ein feiner Wal. Du bist ein feiner Wal. Und jetzt? Ein sehr braver Wal. Ja, mach doch ein Stück beide Fischstäbchen. Du, unser Bohnensack. Oh, er bewegt sich. Lebt. Nein, heb ihn auf. Hä? Warum nicht? Ja, weil Ad hominem jetzt keine Ahnung kommt. Hä? Was? Ja, weil du ein Macher bist. Und Macher machen. Ah, okay, das macht auch Sinn. Komm schon, John, du schaffst es. Okay, einfach weitergehen, John. Du schaffst es. Lass jetzt ein Like da für John. Ey, Monsieur Pete, er sieht weg. Oh. Was nicht, dieses kleine süße Mistvieh wieder. Ja, stimmt. No. Geschieht ja recht. Das nennt man wohl Karma. Oh mein Gott, John, was machst du da? Seine Augen erzählen eine Geschichte voller Feuer und Leid. Mhm, das erzählen sie. Ja, auf jeden Fall. Bitte, Ju, ich möchte, dass ihr euch vertragt. Bro, er hat dich umgebracht. Er hat dich zu seinem Boss hingeführt. Ach, Alter, scheiß drauf. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Nein, niemals. Das kleine knuffige Dreckswesen wollte mich umbringen. Ja, aber der Flaschball ist voll OP. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, voll OP. Der Typ ist voll OP, Alter. Ich trau ihm aber nicht. No, ist er nicht süß? Ein Feini. Den muss man einfach nur knuddeln. Ja, schon gut. Ja, best friends. Was ist los jetzt? Mr. Pete war dein Name, oder? Was hast du eigentlich in diesem Monsterfisch gemacht? Ja. Ich verstehe das Wort. Was zum... Warum ist dein kirillisches D, wenn ich fragen darf? Ja. Schon wieder. Ja, jedes Wort verstanden. Soll das Oscar darstellen oder Michael Jackson? Hä? Ja. Bro, chill mal. Der Arme. Ja, sorry, Pete, wir haben nicht zugehört. Verstehe ich immer noch nicht. Ja, ich auch nicht. Immer noch verrückt. Wie sollen wir denn jetzt die Zahnfee finden? Und Bohnen sind auch fast keine mehr da. Ey! Du kuschelige Pissblitze, so kannst du uns... Hey. Ja, Pete, ja, was die, machst du noch? Die Ukulele. Warte, was hat er gesagt? Was machst du noch? Ah. Siehst?
Hallo? Herr Monster? Ja. Kennst du mich noch? Ja, ich kenn dich. Isas Flieger. Mein Flieger. Dieses Flieger. Deutsch Isa. Oh, oh. Warte. Du hast mir als Kind große Angst gemacht, aber ich sehe, dass du selber Angst hast. Ja, die Angst hat immer Angst vor der Angst. Ganz normal. Was, Bruder? Ich will dir hier raushelfen. Ja. Okay, wenn ich hören will, muss hören. Hä? Warte, was steht da? Nee. Was? Dino. Kenn ich ehrlich gesagt nicht. Doch, 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 kenn ich, kenn ich. Eminem. Oha, ja, ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Ich denke mir gestern so, welcher Musiker kann wohl als nächstes kommen? Eminem. Ich schwöre auf alles. Ich schreib dir, weil ich weiß, dass du gerade nicht gewinnst. Das Monster in deinem Kopf schickt nice, dich allein Alter. Durchs Labyrinth. Versteckst dich unter Decke, während du in deinem Bett ertrinkst. Alles scheint aussichtslos wie ein Haus. Ja, ganz normal. Ich ertrinke auch immer in meinem Bett. Was, Bruder? So eine Fenster drin. Von außen sieht man nicht, was dich da auffrisst. Erinnerungen, die dir immer wieder sagen, dass das kein Traum ist. Die Angst ist nur so groß, wie du es auch bist. Die Angst ist nur so klein, wie du ihr Raum gibst. Ich war mal du und sah die Welt mit deinem. Also, was Julia angeht, sie kann echt gut schauspielern und echt gut singen, Alter. Mega, einfach mega. Augen. Du musst jetzt lernen, in meinen Schuhen zu laufen. Und safe für das kein Sprint, eher ein Marathon. Zu dem alle anderen Kinder mit einem Fahrrad kommen. Wenn die Decke immer näher kommt im leeren Haus. Wenn die Dunkelheit zu hell ist, die Stille zu laut. Hab keine Angst, denn die Angst, die fürchtet sich auch. Wie ein Riesenelefant vor einer kleinen Maus. Ja, macht Sinn. Was ist denn jetzt los? Ist nicht? Nimm sie in den Arm und gib ihr bisschen Mut. Ja. Und sie ist wieder weg. Nimm meine Hand. No. Kann ich dir trauen? Nope. No, ist ja nicht fein, ihr Leute. Ich nenne dich Muff. Mhm. Du kannst dich freuen. So. In Muff, bald lernst du Miami Rose kennen. Ja. Hey, Leute, jetzt habe ich mal eine Frage. Warte. Ist der Fremde jetzt gut oder böse? Ist der gut oder böse? Schreib's mal in die Comments. Vielen Dank für deine Unterstützung, Julia. Ja. Die Anomalien reagieren hier noch stärker als erwartet. Ich habe eine Theorie, Leute. Und zwar, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ihr seht ja das hier unter meiner Facecam. Und zwar sein Bildschirm, ne? Was er von der Smartwatch, Apple Watch raus tut. Ihr wisst schon, was ich meine. Es kann sein, dass er Teil von der UNX ist. Es kann sein. Aber das würde keinen Sinn machen. Aber... Was, Bruder? Ist nur eine Theorie. Muss schnell das Gesicht finden. Ja. Ey, Stroppo ist wieder weg. Oh, und Wabu. Was ist mit dir? Es schlüpft, Leute! Jawohl! Was?
Was zum sind wir hier bei Wings angelangt, oder was? Nie gemocht, Alter, nie. Oder sollen das ein Anime darstellen? Ich weiß nicht. Ist ein... Ja, Stroppo liest Gedanken. So gucke ich auch gerade. Ey, Babu lebt, jawohl. Ich bin einer von 3%, die die Pubertät überlebt haben. Ah, ich bin auch... Warte, ich wollte gerade sagen, ich will nie in der Pubertät kommen, aber ich war schon in der Pubertät. Geil. Also, bin ich eigentlich noch, aber ja. Das heißt, ich bin auch einer der Überlebende. Was, Bruder? Heilige Scheiße! Ein fliegender Ausländer! Ja, Ausländer fliegen immer rum, Stroppo. Ganz normal, ich bin auch einer und ich flieg auch rum. Auf geht's, ab in die Unendlichkeit und viel weiter. Let's go! Ich vernehme die Pheromone vom Captain Jockey! Ah, ganz normal. Standard, mach ich auch immer so. Jo, da ist er, wenn man vom Deutsch... Ja, warte, warte, wer ist denn das? Kenn ich die? Nope, ich kenn keinen. Vielleicht Marvin? Nee. Chilliges Leben. Mhm. Ey, Jules Mutter ist wieder dabei. Und auch Jules Vater. Lecker. Ja. Mhm. Ein Pferd. Oink, oink. Ja. No. Ja, das sollte reichen. Können wir jetzt noch Triebwerk haben? Aber du musst doch erst die Schweine noch melken. Ne, da- Schweine melken? Ich dachte, Kühe melkt man, aber anscheinend habe ich es immer falsch gemacht. Also ich mache es nicht, aber egal. Was, Bruder? Das muss reichen. Ganz ehrlich, hat schon alles gemolken von euch. Kühe, Frettchen, Fische, Lachborn. Nein, hör auf das Baby. Schade, dann schmeiß ich das Baby ein. Warte, was? Bro, chill mal. Du kannst doch nicht einfach so ein fremdes Kind einschmelzen, obwohl... Zählt das als Strafe? Ich glaube schon, 10 Jahre Gefängnis. Ach, egal, kann man mal machen. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Jetzt, wir können nicht weiter Farmville spielen, während meine Crew auf das Triebwerk wartet. Wir haben alle Briefen gepackt. Außer... Ihr wollt noch ein bisschen tanzen? Ja, ich will tanzen. Nein. No. Na gut, dann nehmt euch doch euer Triebwerk. Endlich. Hm. Kommt eins, wir gehen. Okay, also Landschaft sieht schon mal chillig aus. Wirklich nice gemacht. The Bones, du bist so ein hübsches Weiblein. Ich bin kein Weib. Warte, was? Was? Ein Mann? Auch kein Mann. Aber es gibt einen Mann und Frau, oder nicht? Inkorrekt. Es gibt exakt 23 hoch 11 Geschlechter, in denen... 23 hoch 11 Geschlechter? Und ich dachte schon, unsere Erde wäre am Arsch, aber nein, anscheinend das ganze Multiversum. Bro, 23 hoch 11 Geschlechter. Nicht 2. Hilfe. Wer kommt mit nach Mars? Wir ziehen nach Mars, klauen in Musks Rakete und gehen ab zum Mars, Alter. Kein Bock mehr auf die Erde. Nee. Was, Bruder? In uns bekannten Galaxien-Scanner. In der Galaxie. Hilfe. 23 hoch 11 plus 1. Gerade wurde ein neues Gender entdeckt. Das ist falsch. Ich bin tatsächlich Ihrer Definition nach ein Mann gewesen. Wie meinen Sie? Ich habe nur einen neuen Körper bekommen. Zweimal. Mein erster Stimmt, er war ja Dings. Sie war ja
Deins, ne? Ah, okay. Das war ein Olymp 3000 mit Dragonfire-Modul. Ah. Danach hatte ich ein sehr starkes Downgrade zu einem weißen Cis-Mann. Okay. Demnach bin ich ein Transport. Zu viele Informationen, Deinsk. Aufklärung ist essentiell. Los, wir hauen ab. Dirki! 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 Dirki. Jerky bitte, mit J. Dirki, da ist der kleine blaue Weiblein. Das ist mein Holo-Armband. Eine Nachricht von Lieutenant Rose. Captain Snaggles lässt die ANUS in ein Schlachtschiff umbauen, um die Menschen zu versklaven. Verdammt, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Die haben ein verdammtes Kriegsschiff aus meiner ANUS gebaut. Aber keine Sorge, Rose. Auch wenn nur noch ich übrig geblieben bin. Ein einsamer Wolf. Sorry, hab dich nicht mitgezählt, weil du halt eine Maschine bist. Danke, Jerky. Werde ich kommen, um dich zu retten. Ich brauche nur eine Armee. Eine Armee von... Von Jerkys. Oh. Ah, Schiff sieht doch ganz aus. Oh nein. Oh nein. Das Zeitloch. Ja, ich reiß mir auch immer die Haare ab und fress sie dann, wenn ich gestresst bin oder nervös. Ganz normal. Er schließt sich. Na, hoffentlich hat's geschmeckt. schon, ne? Ja. Nett. Ja. Showtime. König Snaggles. Was? Das Zeitloch schließt sich. Unwichtig. Das länger. Ist wichtiger. Oh, Susan. Ja. We had some good years, so let me be. Den kenne ich nicht, der ist glaube ich neu. Ne, kenne ich nicht. Bro! Nein. Okay. Ja. Nein. Nein. Mach das nicht. Nein. Okay, oder auch doch. Warum rasiere ich mich eigentlich? Ich hinterfrag's nicht. Gute Frage. Ja. Ey, das ist doch der aus Songs aus der Bohne 1 und 2. Was macht der Typ eigentlich unter mir? Und genieße. Und nun streckt eure Arme in den Himmel und spürt die Sonne. Die einzige Nahrung, die ihr braucht. Spürt ihr die Energie? Oh ja, kennt man noch irgendjemand? Nehme ich zum Muna? Nee. Den kennt man nicht. Nee. Also ich zumindest, falls ihr jemanden kennen solltet, schreibt mir in den Kommentaren. Oh, ein bisschen zu viel Energie. Ja. Jetzt muss ich mir wieder einen neuen Kult suchen. Hä? Ach, ja, okay. Ja. Oh, oh. Ich taufe es das Mammut. Ah. Alle werden vor mir kriechen. Und darum, meine brüderlichen Bauern und nonnengleichen Schwestern, können wir nur gemeinsam die feige Ratte Snaggles besiegen. Wer von euch titanischen Kriegern folgt mir in die Schlacht? Keiner. Niemand? Einfach keiner. Hört ihnen zu, Jerky, Doppelpunkt, Klammer auf. Ein immer noch bester Name. Ja, ich merk's. Jibbediah, was ist los? Dieses Ding da ist das Spiel verrückt. Hey, Stick, wir sind nicht sicher mit unserer Technik im Internet. Für Himmelszweck. Kannst du uns beschützen in der virtuellen Welt? Ich oh nein. Nicht. Aber NordVPN. NordVPN, wusste ich's. NordVPN? Genau, NordVPN gewährleistet Sicherheit durch eine starke Technologie, die äußerst robust ist und im Übrigen auch ein prima Schutzschild ist. Deins, wärst du so nett? Zusätzlich verfügt NordVPN über den Bedrohungsschutz Pro, der nicht nur gefährliche Websites blockiert, sondern sämtliche Dateien beim Herunterladen scannen und die Bösartigen entfernen kann. Bipup. Ich will es haben. Ich tausche NordVPN für zwei Esel. Ich tausche es gegen mein Erschgeborener ein. Yes. Ja. Drei Minuten. Ganz ruhig. Niemand muss hier irgendwas für NordVPN eintauschen. Denn ihr bekommt ein extra Angebot auf das erste Vertragsjahr. Und zwar mit dem Rabattcode NordVPN.com/CaptainJerky. Gern geschehen. Das hat's gebracht. Nun alle OnlyFans süchtig geworden.
Oh, das ist nichts gut, diese. Nein, 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 muss man direkt löschen. Verdammt, das hat schon so einige intergalaktische Hochkulturen ausgelöscht. Hier sind meine Bilder, Jerky. Die will ich nicht sehen. Ah, okay. Ja. Ich brauche eine Armee. Und was bekomme ich? Influence. Wie soll ich damit einen Planeten retten? Jerky! Alter. Jerky. Quirky. Quirky, ja. Jerky. Also doch, Jerky. Oh, Jerky, du wirst hier keinen Krieger finden. Friede ist unser Weg. Und Kämpfe, Hanoi, Erwiderlichkeit. Da ist er, unser Engel. Und einzig unser Engel könnte uns jetzt nach Umstar. Oh Gott, was ist denn das? Ein Engel ist es. Das ist ein Engel. Was, Bruder? Wabum. Etwas Mächtiges fliegt auf uns zu, Jerky. Oh nein. Ja. Er hat uns gehört, auch wenn wir nichts gebracht haben. Der Engel ist es. Ein Zeichen von dem Level Gott. Wart, wenn du wirklich ein Engel bist, zeige uns ein Wunder. Ah. Ein Wunder. Alter. Vernehme die Pheromone von Captain Jerky. Wo ist er? Lass mich los, ich kann selber gehen. Babu! Oh mein Gott! Was hat die Midlife-Crisis aus dir gemacht? Kein Midlife, Pubertät, Captain. Ich bin nur ein vollfruchtbarer Mann. Und Sie? Ach, mir wurden die barbarischen Sitten und uralten Prüfungen des Dorfes aufgezwungen. In North Front. Interessant. Das erklärt den Heugeruch an deinem Cosplay. Jetzt wieder normal sprechen, Babu. Okay, Babu. Ah. Snaggles hat unser Schiff gekapert. Snaggles. Und jetzt brauchen wir eine Armee. Aber diese arme Schiffe verweigern jegliche Form der körperlichen Auseinandersetzung. Vor allem dieses Blatt an Wabus Kopf, ne, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Aber Captain, ich sehe hier nur Menschen mit Potenzial. Ja. Außer der... Ey. Der hat keinen Bart. Ja, okay. Ich will Abel sagen, wenn ihr, unser himmlischer Bode, uns das Go gibt, für den Friede zu kämpfen. Go. Das war schnell. Go. Das ist beschlossen. Lass uns gemeinsam das Raumschiff zurückhole und die Welt rette. Vorher müsst ihr noch durch unsere Prüfung. Deins. Ah. Warte, Casey Rebel hatten wir denn nicht schon mal? Nee, oder? Bowser kenne ich. Casey Rebel... kenne ich, glaube ich, auch. Bowser kenne ich. Junior. Oder? Oder Junior. Warte. Was? Junior. Kenne ich, glaube ich, nicht. Jetzt geht's. Guckt euch an, hallo Week, aber bald UFC. Werde knall, harte G's, voller. Okay, kenne ich. Keine Ahnung, wie der. Ist glaube ich Casey Rebel oder einer von den dreien. Ja. Wir sind auch nicht, ob wir statisch genug sind, um das alles durchzumachen, ja. Also wir haben viele kleine Leute und ob der kleine Bub da mit der Axt jetzt da rumläuft, also vielleicht bleiben wir lieber... Ah, geht schon. Doch hier, also bloß als Vorschlag, dass wir vielleicht lieber hier bleiben. Bruder, push mal dein Mindset. Das ist Bezos, oder? Bezos hieß der, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Ist, glaube ich, mein Lieblingsteil, ja, den mag ich. Yo, Bro, also, beste Verwandlung ever. Ich glaube, ich habe genug. Oh,
Schade. Dann hole mir uns mal mein Raumschiff zurück. Mir noch. Mein Raumschiff. Ja. Immer noch mein Raumschiff. Kurz gesnackt. Oh, Julia. Wow. Ja. Noch mehr wow. Ja, wenn man mich abknallen würde, würde ich auch noch mehr wow schreien. Ganz normal. Bereue ich das? Nö. Hi, ich bin Isa, aber ihr könnt mich Julia nennen. Hä? Isa, what the... Ich bin die beste Freundin von Mammy Rose, die kennt ihr bestimmt. Blond, kleine Nase, hübsch, also wirklich sehr hübsch. Ja. Ich wäre gerne sie. Das wollten sie jetzt auf jeden Fall hören. Mhm. Sag ich doch, das hat's voll nicht gebracht. Danke fürs Kupfer. Nett. Wer sind die zwei? Kennt man die irgendwo her? Den kenne ich, glaube ich, vom TikTok, oder? Hat er. Ja. Nee, keine Ahnung. Nee, du? Nee. Ah. Lass mich hier raus! Ich will mit Miami Rose sprechen. Wir? Was machst du hier? Miami Rose? Bist du es wirklich? Ja, bin ich. Okay, ich glaube dir, wenn du den Test bestehst. Wie viele Finger zeige ich gerade? Wie sollen sie? Vier? Ah. Oh mein Gott, du hast recht, du bist es wirklich. Jetzt fehlt nur noch, dass wir unsere Sätze gegenseitig... Was machst du hier? Beenden. Bist du allein? Wo ist dein Freund? Sido? Der ist mein Ex. Nein, der andere. Knuffmuff? Der ist gerade in der Pubertät. Nein, der Mensch. John? Der lebt wieder. Der lebt wieder? Nein, der mit dem Fake-Bart. Ach, egal. Sie meinen Schuh. Wir müssen irgendwie raus. Snaggles aufhalten. Snaggles? Kenn ich den? Snaggles ist ein Widerling, der unser Raumschiff übernommen und dann auch noch die ganze Crew auf seine Seite gezogen hat. Mhm. Jetzt versucht er, euren Planeten zu erobern. Vielleicht kann uns mein Freestrahler helfen. Du hast meinen Freestrahler. Gebockt. Schau mal, jetzt beenden wir unsere Sätze. Ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Okay, hör mir ganz genau zu. Ja. Freestrahler. Im mittleren Compartment befindet sich ein Energiekern. Okay. Mhm. Aber mach keine schnellen Bewegungen. Das ist hochkonzentriertes Freestonit. Den Kern... Hä? Ja. Vorsichtig entfernen. Und gegen die Barriere werf dich mal! Nein, solltest du nicht, aber ja. Ich hab's doch gesagt, das kann nur schief gehen. Du solltest aufhören, meine Sätze zu beenden. Okay, sorry. Ja. Ey, ein eingefrorenes Mammut. Wer ist das? Paluten? Oder... Nein, Paluten nicht, ne? Wow! Ein... Es ist Tino, Alter. Gefrorenes Mammut. Endlich habe ich dich gefunden, Papa. Ja. Wer ist das? Sabine, nachdem meine Hochzeit Thomas? Stella geplatzt ist und dann auch noch Stella geplatzt ist, hast du mich die letzten zwei Tage aufgefangen. Daher meine Frage. Bist du wirklich so 50% Plastik? Ja, nach zwei Tagen. Bauch, Beine, Po. Willst du mich heiraten? Ey, der flingende Ausländer. Dein Körper sollte mir gute Dienste erweisen. Warum hilft mir der Kleine? Er ist wieder da. Noch einer, Stroppo. Alter. Ey, Musupin. Bleib stehen, du fluffiges Wesen. Ja. Halt die Zigarette. Her mit unseren Bohnen. Aua. So. Ey, wir sind fast am Ende. Was du? Ah, was ist das für eine Scheiße? Oh. Du, guck mal. Ey, Zahnfee. Ey, was ist das da? Das Hotel der Zahnfee. Wir haben es geschafft. Mm. Ist nicht vor uns weggelaufen, sondern hat uns hier hingeführt. Danke, Pete. Alter, einfach zerquetscht. Komm, John, wir haben es geschafft. Ja. Hier ist irgendwie etwas. Ein Feld. Bist du da durchgekommen? Ich glaube, das liegt an meinem Schild. Ach was.
Das ist jetzt nicht Das ist leicht sass, aber ja. Was? Du hast ja das neue Eternal Gold Piece geholt ohne... Oh Gott. Wie Bescheid zu sagen. Was mit mir? Ich hab doch auch was für dich, Bruder. 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 Nachdem der Nitz-Sweater letztes Jahr... Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich's trotzdem gekauft? Ja. Bereue ich das? Nö. Oh, reicht. Los. Ja. Oh, fast am Ziel. Kaum zu glauben, dass das hier bald alles vorbei ist. Leider. A1, okay. Hallo? Jemand da? Herr Zahnfee? Wir haben ihr Zepter. Oh mein Gott, Jukuk! Ran mit Zahnfee. Oh, Santa! Klaus, Santa, der Boss. Der Sandmann. Zecke und Fips. Ah, okay. Als er noch zu den Guten gehört. Und der Mann im Mond. Eos. Hütte des Mondes. Okay. Schick, Masken! Oh oh. Aber wo ist der Rest von Ihnen? Eindringlinge? Sie tragen das Zepter. Warte, warte. Ein Crimex? Oder? Revi ist, glaube ich, da hinten. Wer ist das? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Den kenne ich, glaube ich, nicht. Den da auch nicht, aber das soll ein Crimex sein, oder? Oh mein Gott, ich habe es jetzt gesehen. Standard-Skill, oder? Schnappt sie euch! Und bringt... Hier kenne ich auch niemanden. Sie zu unserem Boss? Oh, nee. Die, aber stimmt. Monte? Jo. Okay, Akt 5 wird geisteskrank. Ich bin jetzt in meiner Zentrale. Was zum Hominem ist das für ein Gaslighting-Plot-Twist? Nice. Nein. Ich wusste es, Leute. To be contuned. Nein. Kommt da noch was? Mal schauen. No. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir. Und ich netze jetzt weg. Gehe jetzt das Video cutten, ein bisschen schneiden, bearbeiten und so. Lade es dann später hoch. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Gaming-Video. Und subscribed und liked. Kuss auf die Nuss. Wiederschauen und reingauen.